Herzlich willkommen zum Bewohnerfrei Podcast, der Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ach was, für den gesamten deutschsprachigen Raum. Wenn du Deutsch kannst, darfst du dir das anhören. Der sich erfolgreiche Menschen anschaut und sich dann genau die Frage stellt, wie ist der oder diejenige denn dorthin gekommen? Und wie immer, wenn dir die ganze Folge gefällt, sei so lieb und bewerte das Ganze auf iTunes, dann wissen wir, ob wir einen guten Job machen. Und ich habe heute auf meine Hörer und Leserschaft gehört und einen ganz besonderen Mann im Interview, der kann mich ganz, ganz oft unter den Kommentaren interview doch mal den Johannes. Und dann habe ich immer gefragt, welchen Johannes meint ihr denn? Und dann kam der Name, ich habe gegoogelt und jetzt weiß ich warum. Und er hat mir gerade im Vorgespräch schon die erste Story erzählt, wo ich lachen muss. Es wird auf jeden Fall eine tolle Stunde werden. Johannes ist Ermutiger und Unterlebensberater, also nicht Unternehmensberater, sondern Überlebensberater. Er ist begeisterter Oberschwabe und liebt seine Heimat und die Welt. Sein Motto lautet, das Gute sehen und säen. Richtig? Ja. Gute sehen und säen. Und in diesem Sinne, kurze Anmoderation, prägnante Worte. Herzlich willkommen im Bewohnerfrei Podcast. Jo, hi. Tobi. Jo und hi, du hast mir gerade im Vorgespräch, damit würde ich gerne direkt einsteigen, erzählt, du sitzt gerade an dem Schreibtisch, wo sonst immer deine Mitarbeiterin sitzt, irgendwo in Berlin, guckst schön über den Viktoriapark und hast dir letzte Woche die Haare blond färben lassen. Jetzt sind sie wieder dunkel für alle, die bei YouTube gucken. Erzähl uns kurz die Story dazu. Ich muss den Kreis in meinem Kopf schließen. Ja, ja, schnell erzählt. Ich habe einfach die Idee gehabt, einen neuen Vortrag zu halten. Also bei mir passiert das dann eher durch die berühmten Zufälle. Es fällt einem etwas zu, es begegnet einem etwas. Und der Vortrag heißt Veränderung, also Fair mit F-A-I-R geschrieben. Veränderung oder manchmal denkt man anders, als es kommt. Mhm. Und so vielleicht eine Woche vorher dachte ich mir, ich mache da jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich verändere mich zu dem Vortrag. Es waren roundabout 250 Menschen geladen in München in der Blackbox im Gasteig. Also man konnte nur geladen werden, das war mir ganz wichtig, mehr oder weniger eine Mischung aus wunderbaren Freunden, wunderbaren Kunden, Freunden, wunderbaren Kunden und denen, die mitbringen. Und ich habe mir einfach eine Stunde vorher in der Garderobe dort die Haare richtig blond färben lassen. So blond wie ich oder blonder? Also richtig blond. So, also Trump blond? So, ja, es war schon sehr, sehr blond. Okay. Und ich fand es oberklasse, großartig. Und es war natürlich total lustig, dann an dem Abend da rauszukommen und blonde Haare zu haben. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe einen Freund, meinen ältesten Freund in meinem Leben, der mit mir in der Nachbarschaft groß geworden ist. Und der ist da oder sieht heute noch genauso aus. Und das war natürlich auch noch lustig, einmal im Leben auszusehen wie sein bester Freund. Okay. Und danach kamen unglaubliche Kommentare, so nach dem Motto, du siehst richtig scheiße aus oder wow, machst du jetzt einen auf amerikanischen Präsidenten und alles Mögliche. Und dann ist mir aber klar geworden, es sind eben nicht meine Haare. Mhm. Das heißt, wenn ich am nächsten Tag, war das so, hatte ich dann meinen nächsten Vortrag irgendwo und dann dachte ich mir, wenn ich da jetzt hinkomme und ich löse dann aber erstmal so viele Fragen aus, was will er uns damit sagen? Hm. Da war mir klar, ist doch jetzt nicht mein Ding. Bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Dunkle Augenbrauen, blonde Haare. Genau, wo mir. Nee, ich habe mir auch die Augenbrauen blond machen lassen. Oh nein. Konsequent. Da habe ich auch nicht wirklich überlegt, weil die Haare wachsen raus, Augenbrauen, das dauert, bis die dann wirklich wieder Originalfarbe sind. Also was du jetzt siehst, also was ihr da gerade seht, das ist nicht wirklich meine Haarfarbe. Darum freue ich mich, dass hier wieder die grauen Haare nachkommen, weil die vermisse ich. Und dann habe ich eben echt gemerkt, ja, wir haben eine Persönlichkeit. Und die entsteht im Laufe des Lebens. Mhm. Und zu der Ja zu sagen, das ist zum Beispiel schon eins dieser Dinge, wo ich sage, sehe das Gute auch darin, dass du grau wirst. Ja. Also mir vermisse die. Wann ging das los bei dir? Weil bei mir geht es jetzt gerade los. Ne? Also ich bin jetzt immer noch so dabei, ich denke mir so, ja, ich werde jetzt 40, jetzt am Sonntag. Ja. Wann ging es bei dir los? Ja, da liegst du gut im Schnitt. Das war bei mir auch ungefähr so. Bei 40, da ist wirklich ein Change. Das ist ganz verrückt. Das kann man immer nachher, kann man besser sagen, was vorher war. Mhm. Und mit 40 war so ein Break in vielerlei Hinsicht in meinem Leben. Und okay, da bin ich auch langsam grau geworden. Ich habe jetzt noch, sagen wir mal so, das große, sieht man jetzt natürlich nicht, weil es alles dunkel ist.
Aber bei mir ist es wirklich mehr so hier an der Seite grau. Ja, darf ich fragen, wie alt bist du jetzt? Heute? Ich bin 56. 56. Was ich jetzt schon raushöre in ein paar Minuten, und das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum so viele Leute auch dieses Interview haben wollen, du nimmst dich selber nicht so ernst. Ne? Du hast eine Möglichkeit für dich gefunden, dich selbst so ein bisschen hochzunehmen. Das finde ich cool. Also weil so die Haare blond färben, ich glaube, das wäre für viele schon echt ein Riesenthema. Also selbst aus Spaß. Sag mal so, ich würd's, das ist interessant, dass du sagst, ich nehme mich selber nicht so ernst. Ich würde es so nennen, ich nehme mich selbst total ernst. Okay. Und nehme die anderen nicht so ernst. Auch gut. Okay. Also so würde ich es jetzt mal sehen, im Sinne von, dass ich mir überhaupt keine, ich habe mir null Gedanken darüber gemacht, was denken denn die anderen, sondern eher, ich bin dann derjenige, der sagt, das machen wir jetzt und das ziehe ich jetzt durch. Und gehöre dann zu der Fraktion, darüber kann man natürlich jetzt widersprechen, gut oder schlecht, wenn man überhaupt von Wertung spricht, die dann nachdenken. Also nachdenken nenne ich ja immer nachher denken. Nachdem du sie blond gemacht hast. Genau. Und hier würde ich mir selber jetzt wieder den Spiegel vorhalten und sagen, ja, du sagst ja auch immer vordenken, vorher denken. Und bei den Augenbrauen hätte ich vorher denken sollen. Da hätte ich mich erkundigen müssen, so, was heißt das eigentlich, wenn ich jetzt meine Augenbrauen wasserstoffblond mache? Weil die sind ja nicht gefärbt worden, meine Haare, sondern also nicht getönt worden, sondern richtig gefärbt. Und das kann man blond nur wasserstoffmäßig hinkriegen. Das fühlt sich auch ein bisschen komisch an und danach siehst du einfach wirklich anders aus. Ich würde ja am liebsten, leider habe ich keins, so ein Bild reinschieben. Können wir unten in die Shownotes machen, auf jeden Fall, weil jetzt haben wir natürlich den Spannungsbogen wirklich geschaffen. Wenn du jetzt heute jemanden kennenlernst, mit der Lebenserfahrung, die du gemacht hast, irgendwo beim Grillen in Oberfranken, das ist ja deine Wahlheimat, und da sagt... Oberschwaben. Entschuldigung, Gottes Willen. Welten. Oberfranken, aber ja. Es ist nicht Oberschwaben. Oberschwaben. Und jemand sagt, Mensch Johannes, was machst denn du beruflich? Wie erklärst du jemandem, der normal arbeiten geht, wenn es denn sowas wie normal gibt, was du machst? Weil ich habe mir deine Vorträge angeguckt, das ist ja schon richtig crazy, das ist ja richtig Infotainment, richtig cool. Wie erklärst du das einem normalen Menschen? Ja, ich sage dann so eine Mischung aus eben, du hast gerade das Wort Infotainment benutzt. Ich nenne das immer, mein Hauptinteresse, meine Profession ist Lachen machen. Mhm. Ich habe mich irgendwann mal, als ich vom Schauspiel Ursprung dann auf die Straße bin, Entertainment gemacht habe, habe ich gesagt, ich liebe es, Menschen zu unterhalten. Also dieser berühmte Spruch, I love to entertain you, könnte von mir sein. Okay. Es war so von Anfang an klar, ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen, Lachen machen. Und alles andere war die Folge daraus, aber die Hauptintention war Lachen machen. Da gab es wirklich 78, wo ich angefangen habe mit Schauspielschule, dann relativ schnell Zirkus Roncalli erlebt habe, was damals ganz frisch am Markt war. Also die erste Saison von dem Roncalli, den Bernhard Paul geprägt hat, das war für mich dann so inspirierend. Zwei Clowns, Pico und Bello hießen die. Und da war klar, ich möchte Clown werden. Ich möchte Lachen machen. Wow, das habe ich in einem Buch gelesen über die beiden. Da sind ja richtige, die sind ja eine richtige Vorreiterrolle für eine ganze Industrie gewesen, ne, was die beiden gemacht haben. Absolut. Und für mich auch. Ich durfte viele, viele Jahre später, jetzt glaube ich vielleicht 5 Jahre her, den Pick mal durch einen Zufall in einem Restaurant kennenlernen. Und ich habe dann das gemacht, was ich eigentlich hasse. Hingehen und sagen, ich bin Fan. Sie mal ganz kurz ansprechen. Also, und es war eine ganz schöne Begegnung. Ich habe ihm dann auch ganz tief mein Herz ausgeschüttet und habe gesagt, hey, dir verdanke ich einen ganz großen Teil meines Lebens. Wow. Meines Lebenswegs. Also meines Lebens nicht, aber meines Lebenswegs, der geprägt war durch diesen Clown, vor allem eben Pick und Bello, aber ihn im Speziellen. Und das war eine total schöne Begegnung. Wir werden jetzt gleich mal, wenn du magst, in deine Lebenssituation so ein bisschen reinzoomen. Mir kam gerade ein Gedanke, spannend ist, dass die Instagram-Generation wahrscheinlich an dem vorbeigelaufen wäre im Café. Ne? Den wird keiner erkennen von den jungen Leuten. Ja, das ist einfach, ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Generation. Ja, ich habe nämlich gerade eine Instagrammerin interviewt vor 2 Tagen. Ich bin immer noch dabei, das zu verarbeiten. Deshalb würde ich auch gerne mal deine Meinung nachher ein bisschen dazu hören. Die hat 350.000 Follower bei Instagram. Die kriegt von jeder Marke, die sie will, Sachen nach Hause geschickt. Und ich rede jetzt hier von einem Audi. Ich rede nicht von einem Glas. Da hat sich schon echt was verändert, ne?
Na klar. Ja. Und im Endeffekt sind es die Stars, wie wir vielleicht, wie wir in den Generationen vorher einen solchen Zirkusclown gesehen hätten. Aber bevor wir in diese ganzen Themen reingehen, möchte ich gerne einmal auf den Rewind-Knopf in deinem Leben drücken und einmal schauen, wie du denn groß geworden bist, als der Johannes klein war. Wie wurdest du geprägt? Was waren deine prägenden Jahre zu Hause? Mama, Papa, Kindergarten, wie warst du? Ja, also ich sage mal so, ich hatte das Privileg, in einer oberschwäbischen Geschäftsfamilie, auf Handwerks- und Geschäftsfamilie aufzuwachsen. Also meine Eltern hatten den von meinem Vater, seines Vaters und seines Vaters übernommenen Schlossereibetrieb ursprünglich, der dann schlussendlich eine Maschinenhandlung war. Maschinenhandlung heißt Fahrräder, Büromaschinen, Nähmaschinen, Mopeds. Ich bin mit Mopeds aufgewachsen. Okay. Natürlich als Junge, cool. Fahrer und Moped. Mit 15 habe ich meine Quicklies selber zusammengebastelt. Das ist auch ein Moped, was die Instagram-Generation oder die Z-Generation, wie sie heißt, bekennt. Das war ein wildes Teil, was man eben damals aus unterschiedlichsten Einzelteilen zusammengebastelt hat, also aus überall gefunden. Und das war meine Welt. Und auf der anderen Seite war ich geprägt durch meine Eltern. Meine Mutter wollte eigentlich Sängerin werden, hatte eine wirklich wunderbare Stimme. Und mein Vater war ein leidenschaftlicher Schauspieler. So im Kolpingtheater, da habe ich auch meine ersten Auftritte gehabt, hat er gespielt. Und das war so. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Würdest du im Nachgang sagen, dein Vater hat den Job gemacht, also in eurem Business, seine Passion oder Leidenschaft war das Schauspielern? Nicht nur, er war auch ein toller Zeichner. Also seine Leidenschaft war die Kunst. Mhm. Und diesen Traum, den er als jüngster einziger Sohn, also jüngster von 5 Schwestern und einem Sohn jüngster, er musste das Geschäft übernehmen. Und zu der Zeit gab es keine Alternative. Da konnte man nicht sagen, ich werde jetzt Schauspieler. Mhm. Und ich glaube, das war für mich sehr prägend. Diese einerseits sehr basic, oberschwäbisch, also die Oberschwaben wissen, wovon ich spreche, geprägt. Und auf der anderen Seite doch so den Horizont von einem träumenden Künstler. Ich könnte es natürlich sagen, mein Vater hatte keine Ahnung von dem, was Kunst als Beruf wirklich bedeutet. Ich rede jetzt nicht von Kunst, der Kunst, sondern diesem Beruf, der dahinter steckt. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Mhm. Aber ich denke jetzt mal, ich habe natürlich aufgrund meiner mittlerweile sind es 35 Jahre, dass ich nichts anderes mache als Theaterbusiness. Und das ist heute mit den Vorträgen zwar noch mal ein bisschen differenziert, aber schlussendlich ist es I love to entertain you. Klar. Und was dahinter steckt, das kann man sich nicht so einfach vorstellen. Das muss man eben erleben. Und glaubst du, dass sich sowas überträgt auf ein Kind? Also da gibt es ja, ich meine jetzt nicht den neurowissenschaftspsychologischen Ansatz, sondern glaubst du, du machst jetzt etwas, weil du das so aus den Genen bekommen hast, dass es deine Begabung ist? Ja, das glaube ich schon. Mhm. Also ich glaube, dass so Begabung ein Teil ist. Der andere Teil, meine Schwestern sagen oft zu mir, ich war der 4. von 5 Kindern. Wow. Und meine 3 Schwestern, ein Bruder, 3 Schwestern, und meine Schwestern sagen immer, du hast nur überleben können, weil du der Clown warst, der Entertainer. Weil du genau in der Mitte warst, ne? Genau, sonst hätte ich gar keiner wahrgenommen. Hm. Du bist im Prinzip derjenige gewesen, der permanent im Mittelpunkt sein musste, um als 4. von 5 überhaupt noch irgendwo wahrgenommen zu werden. Und so wurde ich der Kasper, der Clown in der Familie. Und da sind dann Segen und Fluch ganz nah beieinander. Auf der einen Seite bist du der immer irgendwie sich was einfallen lassen muss, um die anderen zu unterhalten. Ja. Und gleichzeitig geht es den anderen tierisch auf den Senkel. Hm. Zumindest in der Familie. Ne? Außen kriegt man ja oft viel Zuspruch. Wie war das, als du quasi ins System kamst? Kindergarten, Grundschule. Da gibt es ja auch dann zwei Möglichkeiten. Entweder die Lehrer sagen, ey, cool, der entertaint mich auch und die Klasse, das wird akzeptiert oder es wird versucht zu unterdrücken. Wie war das bei dir? Ja, also an Kindergartenzeit kann ich mich da in der Hinsicht gar nicht so erinnern. Ich glaube, ich war da ein ganz braver Kindergartengänger. Mhm. Ich war eher geprägt so von, das macht man nicht und das macht man nicht. Also sehr ordentlich. Mhm. Auch darüber können wir widersprechen, was ist ordentlich. Mhm. Aber ich würde es mal sagen, ich war ein sehr braves Kind und so dieses Clown-Sein, dieser Kasper, der hat sich nicht als Störfaktor ausgewirkt, weil es gibt ja auch welche, die immer auffallen,
ich glaube gar nicht, dass das für mich wichtig war, sondern eher, ich muss mir was einfallen lassen, um zu entertainen. Ich habe ja auch in Bands gespielt. Ich habe Musik gemacht schon ab meinem 8. Lebensjahr und bin relativ schnell so in diese Unternehmerdenke gekommen. Das ist bestimmt auch sehr prägend durch eine Unternehmerfamilie, auch mütterlicherseits waren es Unternehmer, dass man erste Bands gegründet hat. Ich weiß noch, mit 12 haben wir ein Konzert gespielt, damals an der Schule zu zweit. Und also, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, wie viel so Gründungen, immer wieder was aufbauen, was machen eine Band dann schlussendlich. Das war das Prägendste. Zwischen meinem 15. und 17. Lebensjahr gab es so eine richtige Rockband, wo wir so die Rockband in Town waren. Ja, und deine Eltern haben das gefördert? Also die haben dieses Unternehmertum in Anführungsstrichen gefördert? Haben die gesagt, mach das, das ist gut? Bist einer von uns, bist ein Unternehmer? Ja, wobei die haben das bestimmt nicht als Unternehmertum gesehen, sondern eher, man macht halt was. Also wir haben geprobt bei uns im Lager, da wo das riesengroße Fahrradlager meines Vaters war. Und das fand ich im Nachhinein phänomenal. Wie hieß ihr? Was war euer Name? Flash. Flash. Royal Flash Company, und haben wir dann aber Flash draus gemacht. Und das war wirklich super, wenn ich heute nachdenke. Mein Vater hat uns da echt proben lassen. Und du musst dir das so vorstellen: ein alter Schuppen in einer Straße mitten in der Stadt, wo, wenn wir geprobt haben, dann hat die halbe Stadt das gehört. Und heute undenkbar, ich sage mal unvorstellbar. Heute würden sofort. Polizeitechnisches Hilfswerk. Alle vor der Tür. Und mein Paar, der kam dann immer und sagte, höchstens wenn mal jemand im Lager, also Kunden kamen zum Fahrrad angucken, jetzt spielet ein bisschen leiser, jetzt ein bisschen leiser. Und jetzt könnt ihr wieder weitermachen. Also der stand total hinter uns. Und das finde ich auch ganz großartig, wenn Eltern hinter den Kindern stehen, auf gut Deutsch. Eben, das fand ich, also war für mich ganz groß. Hattet ihr Groupies? Ja, totale Groupies. Tolle Mädels, mit Echt denen jetzt? Ich hoffe. Ja, wirklich ganz großartig. Also mit einer war ich dann auch befreundet. Heute noch eine ganz wunderbare, liebe Freundin von mir. Das war super klasse. Na, ganz toll. Spannend. Wie ist dann weitergegangen? Nach der Bandzeit oder vielleicht währenddessen hast du Abitur gemacht oder was für ein Abschluss? Ich bin Realschulabschluss und habe deshalb mit 17 meine Heimat verlassen. Ich bin wirklich mit 17 auch von der Band. Ich habe alles hinter mir gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch ohne zu wissen, dass ich mir das da alles hinter mir lasse. Aber es war dann so, dass ich eben wegging. Ich ging nach München auf die Schauspielschule, September 78. Wow, ich bin 77 geboren, da war ich also gerade eins. Da bin ich damals nach München, und eine schöne Geschichte, die ich witzigerweise nicht vergessen habe, aber man erzählt ja nicht immer nur von der Vergangenheit, oder ich würde bei mir sagen, ich rede lieber von der Zukunft als von dem, was ich gemacht habe. Aber ich bin damals an einem Sonntagabend, samstags bin ich nach München, das muss theoretisch Anfang September 78 gewesen sein, also nächstes Jahr jährt sich das dann zum 40. Mal. Male. Und ich bin an dem Sonntagabend in München ausgegangen in eine Musikkneipe, die hieß Memoland. Und da spielte eine Band, die hieß Spider Murphy Gang. Die kannte kein Mensch. Also was heißt kein Mensch? Natürlich die Münchner kannten die, hatten auch ihre Fans. Und ich war total begeistert. Die spielten damals Songs von Chuck Berry. Und später sind es dann die berühmte Spider Murphy Gang geworden. Ich bin da fast jeden Sonntag gewesen, wenn die spielten, weil ich totaler Fan von denen war. Und das war für mich dann der Beginn von anderem Leben. Plötzlich München, Schauspielschule, Schulkameradin von mir war Barbara Rudnick, leider zu früh gestorben, und tolle Zeit. Und gleichzeitig, und ich denke, die Spur, die du ja hier mit deinen Fragen verfolgst, ist so, wie bin ich das geworden oder wie bin ich zu dem Punkt geworden? Ich würde es mal sagen, ich war eben kein Schauspieler. Okay. Prädestiniert als Schauspieler. Wenn ich das heute rückverfolge, dann sage ich, meine Lehrer müssen immer nur den Kopf geschüttelt haben. Aber wieder habe ich überlebt als Kasper, der Lustige, der Musik macht, der irgendwie sich da dadurch behauptet, wäre das falsche Wort, sondern der besteht mit seiner Persönlichkeit, dem Lustigen. Aber als Schauspieler, glaube ich, haben die nicht an mich geglaubt. Ich habe viele Freunde an der Schauspielschule oder sogar jetzt Dozenten dort. Du musst ja als Schüler dort auch mal eine traurige Rolle spielen, ne? Du darfst ja nicht nur aussuchen, ich möchte jetzt diese Rolle haben. Hast du auch mal so eine richtig ernste Rolle spielen müssen?
Ja klar, mit der sind wir aufgewachsen. Also ich denke jetzt an Tom aus der Glasmenagerie. Da gab es so eine Textpassage, das weiß ich noch, das ist auch verrückt. Ne? So, du glaubst wohl, ich bin in kontinentale Schuhbahn verliebt. Du glaubst wohl, also wie er so seine Mutter anmacht. Aber es war für mich immer gespielt. Und ist auch heute noch so. Ich würde mich deshalb nicht als Schauspieler definieren, wie ich diesen Beruf großartig finde. Durfte kurze Zeit später schon Uli Tukur kennenlernen, mit dem ich in Heidelberg gemeinsam am Theater war. Und wenn ich den Uli auch heute noch erlebe, wie er schwierigste Texte, Molière, Shakespeare, so spricht, als ob er es gerade hier dir erzählt, das finde ich sensationell. Da habe ich große Hochachtung. Da bin ich auch, habe ich kein Problem zu sagen, kann ich nicht. Stimmen diese Stereotypen-Schauspielschule, also richtig tolle Partys, wilde Zeit, oder ist es auch viel, viel Lernen und es stimmt alles nicht? Ich werd diese Frage oft gefragt, so zur Airline-Industrie, Mensch, wie ist denn das dann, wenn ihr da in Rio am Strand seid, wie ist denn das dann nach einem Theaterspiel in den 70er Jahren? Weil vielleicht habe ich da auch, in der Psychologie nennen wir das ja romantische Verklärung, ne, eine falsche Brille auf. Also wilde Partys hätte ich jetzt nicht gesagt, aber es ist natürlich so, das Leben, als ich dann am Theater war, mein erstes Engagement war ich in Bruchsal an der Badischen Landesbühne und wir waren ein klassisches Abstechertheater. Das heißt, morgens 10 Uhr spätestens Probe bis 2, dann hast du mittags frei und am Abends ab 6 wieder bis aufwärts. Du bist danach noch was trinken gegangen, wenn irgendeine Kneipe noch offen hatte, und genauso, wenn du dann auf Tour warst. Also ein großes Partyleben habe ich so nicht erlebt. Auf der Schauspielschule ging es ein bisschen verrückt zu, weil da auch ein paar Verrückte waren. Also ich kann mich daran erinnern, da gab es ein paar, die waren echt für meine damaligen Denkverhältnisse very crazy. Okay. So. Von denen lebt natürlich auch eine Industrie, ne? Weil wir die very crazy. Wobei ich dich, um ehrlich zu sein, wenn ich dich jetzt so, ich habe dich jetzt im Internet die ganzen Sachen angeguckt, du bist auch crazy. Also wenn ich jetzt so frage, oder die Community, was macht den so aus? Ja, der ist halt ein bisschen verrückt, der ist anders. Das ist ja erstmal ein Kompliment, oder? Ja, anders ist auf jeden Fall. Also crazy ist für mich anders. Verrückt nenne ich auch so. Also du bist nicht da, wo du jetzt bist, sondern also wo die meisten vielleicht sind. Aber auch das ist schon wieder eine gefährliche Wertung. Aber ich bin verrückt. Ich bin an einer anderen Stelle. Dieses Verrücktsein hat sich natürlich durch den Beruf geprägt, weil dein Leben schon mal verrückt ist. Ja. Damals gab es diesen berühmten Witz, warum stehen Schauspieler schon um 5:30 auf? Warum sechs Uhr die Geschäfte zumachen? Wann hast du denn gemerkt, dass dein Verrücktsein, dass das auch funktioniert? Weil ich glaube, das eine ist natürlich immer zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Begabung, das ist cool, ich kann das auch gut. Das andere ist, es kommt auch bei anderen Menschen an. Hast du da so einen Aha-Moment gehabt? Ja, da beginnt eigentlich der nächste Part. Das ist interessant, ohne dass wir da logischerweise das abgesprochen haben. Ich hatte dann das Riesenglück, einen tollen Kollegen, heute sage ich Kollegen, kennenzulernen, damals einfach ein Clown, der das auch nur nebenher machte, der studierte an der PH in Heidelberg, den habe ich erlebt, weil eine Freundin von mir sagte, du musst unbedingt diesen Typen mal kennenlernen, und da bin ich hingefahren. Und das war so, Thomas. Thomas, der heute auch noch großer Komiker ist, und den habe ich kennengelernt, und wir zwei waren wie Faust und Auge, wie auch immer es nennt. Also wir gehörten einfach zusammen und es war großartig. Und durch den habe ich angefangen, echt verrückt zu sein. Also wir waren die Typen, die sich Traktoren gekauft haben und sind nachts damit durch Heidelberg gefahren und haben irgendwie Mädels mitgenommen, weil das ja ein Cabriolet ist und da kann man über die Heidelberger Neckarbrücke fahren mit tobendem Motor. So Zeug gemacht. Wir lebten im Zirkuswagen. Wir haben angefangen als Duo, wir hießen damals Zirkus Zucchini, Auftritte zu machen, die, ja, sage ich heute, ganz eingebildet, wir waren der Zeit voraus. Wir haben Sachen gemacht, wo viele später erst anfingen, das haben, wo wir dann sagen können, das haben wir alle schon gemacht. Und es war eine ganz irre verrückte Zeit. Das war dann wirklich die absolut verrückte Zeit in meinem Leben, der ich auch alles, was ich heute mache, verdanke. Also diesen zwei prägenden Jahre mit Thomas, das waren, also der ist heute unterwegs als Max Nix, das ist sein Künstlername, und das war großartig. Das war ein ganz großes Geschenk. Die Menschen, die dort kamen, euch anzuschauen, wo kamen die her? Habt ihr Werbung in der Stadt gemacht oder reichte es schon, ihr wart die Jungs mit den Traktoren, da ging man halt hin?
Ja, sagen wir mal so, wir hatten klassische Auftritte. Wir sind engagiert worden von den damaligen Kleinkunstbühnen. Das ist auch lustig, die heute kein Mensch mehr kennt. Zentrum Zoo in Tübingen war so eine große, legendäre Kleinkunstbühne. In Wachenheim gab es das Badehäusel, in Stuttgarts Theaterhaus. Das waren halt das Theaterhaus gibt es heute noch so in der Form. Und da bist du einfach aufgetreten. Du bist engagiert worden, bist aufgetreten und das war die Plattform. Hast du dadurch so die Angst verloren vor Publikum? Es gibt ja so einen Respekt vor dem, was denken die anderen über mich, ne? Ich glaube, wenn man mit dem Traktor durch die Stadt fährt, mit dem Mädel drauf, das ist ja noch cool, ne? Die finden es alle cool. Aber so diese Angst vor Menschen zu verlieren, kann ich was falsch machen? Werde ich be bewertet, begutachtet? Wann ist denn das bei dir weggefallen? Ja, verrückterweise würde ich sagen, die ist lange geblieben. Also Okay. dieses, weil ich so geprägt bin, dieses, was sagen auch die Leute. Das bringe ich auch heute noch in meinem Vortrag. Da zitiere ich dann immer meine Mutter, mit dem so richtig schwäbisch, ja, was sagen da gleich? Ja. Ganz tief geprägt. Das ist ja verrückterweise geprägt nach dem 30-jährigen Krieg. Da ist das ja entstanden, dieses absolute, ja, nichts falsch machen. Also der hat da seinen Ursprung. Und auf der einen Seite war es weg, weil ich immer gesagt habe, das interessiert mich nicht. Und trotzdem musste ich mal erkennen, es steckt schon ganz tief, dieses immer gefallen wollen. Also, wenn du was Verrücktes machst, dann muss es gut ankommen. Das würde ich jetzt mal so heute reflektiert, würde ich das mal so bezeichnen. Ja, es war immer da. Und trotzdem haben wir uns gerade mit Thomas, da habe ich viel gelernt, einen Scheiß geschert, was die anderen denken. Also wir haben eben Sachen gemacht, die die anderen wirklich nicht machten, wo man damals sagt, das geht nicht. Wir haben auf der Straße gespielt und sind einfach nur stehen geblieben. Heute ist es Standard. Da stehen irgendwelche komischen Figuren rum und glauben, das wäre es dann. Wir waren mehr oder weniger so die Verweigerer. Wir machen jetzt was. Also zwei Clowns stehen auf der Straße, Leute bleiben stehen. Nach ein paar Minuten haben wir dann gesagt, bitte gehen Sie weiter. Logischerweise bleiben die Leute stehen. Du gehst, die Leute folgen dir nach. Also wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und das war so eine unserer Standardgeschichten. Wir sind in Heidelberg in die Kneipen reingegangen, haben uns hingestellt, einfach stehen geblieben, eingefroren, freeze nennt sich das, Fachsprache, und sind dann umgefallen. Einfach umgefallen, sind wieder aufgestanden, haben das Geld ein, also sind hin und haben gesagt, das Geld bitte, wir haben ja was gemacht. Also wir waren sehr provokativ auch. Das war so für uns auch. Würdest du im Nachgang sagen, das war so euer damaliges Start-up, wenn wir es mal mit der Sprache der heutigen Zeit nehmen wollen? Das war eure erste Firmengründung, euer Start-up? Ja, es war ein Startup, ohne zu wissen, dass es ein Startup ist, in heutigen Sprache. Oder wir haben eine Firma gegründet, aber nicht eben, wir gründen eine Firma, sondern wir sind Komiker. Wir wollen was machen. Dieser Podcast heißt ja Bewohnerfrei. Ich sage ja immer, wir sind die Summe der Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und da gibt es immer so diese Nörgler und Miesmacher. Wie hat denn euer damaliges Umfeld reagiert, deins, als du das angefangen hast zu machen? Da waren bestimmt auch Leute dabei, die gesagt haben, jetzt ist er vollkommen weg, oder? Haben die alle Nee. gesagt, Mensch, super. Habe ich eigentlich nicht erlebt. Also Okay. vielleicht habe ich die auch gar nicht hören wollen. Aber für mich war es eher so umgeben von Menschen, die begeistert waren. Hey, wow, du machst dein Ding, klasse, toll. Und das ging ja dann auch relativ schnell eben los, dass ich engagiert wurde, engagiert wurde, engagiert wurde. Und die Zirkuswagenzeit, die sich im Endeffekt 2, maximal 3 Jahre lang abgespielt hat, das war dann so mit 26, 27, da hatte ich schon meinen ersten Sohn. Da war ich 24, als mein ältester Sohn auf die Welt kam. Und dann fängst du an, wieder geprägt durch, zumindest definiere ich das so, Oberschwaben. Du hast jetzt eine Verantwortung, du hast eine Familie, da musst du jetzt absolut zuverlässig sein. Und dann fängst du an, ein Business zu gründen. Auch wieder, ohne es eigentlich zu wissen. Weil ich habe ja nie ein Business gegründet. Ich habe das immer so definiert, wenn ich ein Geschäft übernehmen hätte wollen, dann hätte ich das von meinem Vater übernommen. Das hätte sich. Also war für mich der Beruf nicht Business. Okay, sondern was hast du dann gegründet? Naja, ich habe natürlich eine Firma gegründet und habe angefangen, selbstständig als Künstler tätig zu sein, aufzutreten, aber nie mit dem Bewusstsein, ich gründe eine Firma, sondern ich trete auf und ich muss da gesellschaftliche Formen einhalten, ich muss eine Steuererklärung abgeben. Ich weiß noch, damals ging ich zu meinem Bruder, der 10 Jahre älter ist, absoluter Geschäftsmann, der das Geschäft auch meiner Eltern übernommen hat. Und dann habe ich gesagt, wie geht es? Und er sagt, es ist relativ einfach. Du hast die Einnahmen, du hast Ausgaben und was in der Mitte übrig bleibt, das ist dein Gewinn und den musst du versteuern. So habe ich angefangen, habe da
völlig naiv, auch viele Jahre später erstmal kapiert, Moment, so einfach ist es ja gar nicht. Nee, ist gar nicht alles meins. Ich bin da auch aus einer Steuerfalle rausgetappt, die du dann hast, indem du halt 2 Jahre später immer deine Steuer bezahlst, von dem, was du im nächsten, übernächsten Jahr wieder verdienst. Mhm. Bis du dann feststellst, wenn dir jetzt was passieren würde, hätte deine Familie echt ein Riesenproblem, weil sie die Steuern bezahlen müssen von vor 2 Jahren. Also lauter so Dinge, und bin dann erst über die Jahre zum Geschäftsmann geworden. Aber ich habe das ja weder studiert. Wenn ich heute überlege, wenn jemand ein Unternehmen gründet im klassischen Sinne, dann hat der vielleicht ein BWL studiert und sagt, ich mache jetzt ein Unternehmen auf. Ja. Und der Seite, ich bin an der Stelle, sage ich, absolut Künstler. Ja. Mit Vorurteilen und schert sich um nichts anderes als eben diesen künstlerischen Beruf. Und es funktioniert ja. Also du wirst ja gebucht, du hast dein eigenes Business, es funktioniert ja alles. Meine persönliche Meinung ist, dass die Straße oder das Reisen sowieso die größte Universität der Welt ist, weil wenn ich mir vorstelle, an den Hochschulen, wo ich gelernt habe als Student, jetzt mittlerweile bin ich selber Hochschuldozent, ich versuche das natürlich so praktisch wie möglich zu machen, aber die meisten Dinge, die ich dort gelernt habe, haben jetzt mit der wirklichen Welt gar nichts zu tun. Und du warst dann in der wirklichen Welt unterwegs. Ist so. Also das kann ich bestätigen. Ich sage auch oft in meinen Vorträgen, es ist alles empirisches Wissen. Empirisches Wissen. Und es ist auch so für mich, dass ich da dankbar bin. Hm. Für viele, viele Dinge wirklich dankbar. Und da sind wir wieder an der Ursprungsgeschichte, wo du gefragt hast, eben meine Heimat, auch mein Heimatort Bad Waldsee, wo ich in der Stadtkapelle gespielt habe, wo ich im Kolpingverein Theater gespielt habe, wo ich Bands gegründet habe, wo ich im Ruderverein war. Das ist für mich Privileg. Ja. Das Privileg, dass ich so aufwachsen durfte. Das ist ja nichts, was ich mir verdient habe, sondern ein Geschenk. Ja. Was war rückblickend so dein größter Erfolg, wo du dir selber auf die Schulter geklopft hast und gesagt so, wow, krass, also dass Papa das gemacht hat, ist schon echt unglaublich. Ja, der größte Erfolg war vielleicht, etwas abzusagen, wo andere gesagt hätten, bist du wahnsinnig. Okay. Ich hatte mal, das erzähle ich jetzt, und in dem Fall wissen es die Menschen, das erzähle ich jetzt hier. Ja. Ich hatte das ZDF, die Nachmittagsmoderation für ein Jahr zu übernehmen. Die haben ein neues Konzept gefahren. Das war damals so weg von klassischer Anmoderation, so irgendwie ein Duo, eine ältere Frau, die war wahrscheinlich so alt, wie ich heute bin, und ein junger Typ, die zusammen in der WG wohnen und aus dieser Perspektive heraus das ZDF-Nachmittagsprogramm moderieren. Mhm. Ich hatte dieses Angebot und ich habe dann einfach, ich verkürze es jetzt mal, da gibt es noch eine Story dazu, aber ich habe einfach Nein gesagt. Okay. Und ich habe gesagt, nee, das will ich nicht machen. Und ich bin da auch im Kampf danach vor allem mit mir gewesen, wo ich dachte, bist du bescheuert? Sag mal, hast du es noch alles? Das ist das Angebot, das war das, wo viele drauf warten und du hast Nein gesagt. Und für mich der Hintergrund war der zu sagen, aber das will ich doch gar nicht. Hm. Ich will Theater spielen, ich will mein Kinderprogramm. Ich war damals mit einem Kinderprogramm hauptsächlich unterwegs. Und ich weiß noch, ich hatte gerade in der Phase, das war um Weihnachten rum, also es muss theoretisch jetzt rechnen wir zurück, gut 25 Jahre her sein. Und ich hatte dann einen Job in Pforzheim, das weiß ich alles noch, am Weihnachtsmarkt. Und da kamen Jugendliche, haben mein Kinderprogramm angeguckt und haben mir auf die Schulter geklopft, mehr oder weniger. Und haben gesagt, hey, das war klasse, Clown, das hat Spaß gemacht. Und ich stand dann mit Tränen in den Augen da, die keiner verstanden hat, weil ich für mich gespürt habe, das ist doch das, was ich will. Hm. Und ich will jetzt da überhaupt nicht einer Moderation beim ZDF irgendeine Wertung geben. Aber für mich persönlich war das nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Es wäre die Karriere gewesen, es wäre Geld gewesen. Ich hätte Geld verdient. Ich weiß noch damals, ich habe da auch dann noch gepokert, weil ich dieses Geldpokern als Beweis, soll ich es machen oder nicht, eingebracht habe. Also ich habe eine Wahnsinnssumme genannt und habe mir im Vorfeld einen Abend davor wirklich die Nacht, die berühmte, drüber geschlafen und gesagt, wenn Sie das zahlen, dann mache ich es. Wenn Sie es nicht zahlen, mache ich es nicht. Mhm. Und Sie haben es fast bezahlt. Wow. Und ich habe, nee, dann lassen wir es. Wobei das Geld für mich nicht der Grund war. Das war mehr so der Beweis. Wer waren denn damals deine Berater? War das dein Herz? Waren das Freunde? Waren das Familienangehörige? Oder hast du es für dich ausgemacht? Es war mein Herz. Es war wirklich so mein Herz, dass ich für mich sagen konnte, ganz tolles Angebot, ich habe das auch geschätzt, habe mich da mit dem Redakteur damals super unterhalten noch, aber habe gesagt,
es ist nicht das, was ich wirklich will. Wenn man mich fragen würde, es ist nicht das. Und gleichzeitig, keine Ahnung, was dann aus mir geworden wäre, wenn ich jetzt ein Jahr, vielleicht wäre es total blöd gewesen, alle hätten es doof gefunden, ich wäre einen Monat später wieder rausgeschmissen worden, keine Ahnung. Hm. Aber ich kann Ihnen nachher sagen, es war die richtige Entscheidung. Hm. Für mich auch heute noch die richtige. Und gleichzeitig kamen all diese Dinge in mir hoch, die ich auch gut fand, mal zu sehen. Bist du wahnsinnig, da hättest du dir ein neues Schlagzeug kaufen können. Also ganz profane Dinge wie, endlich müsste kein Nachbar mehr die blöde Frage stellen, was machen Sie eigentlich beruflich? Sehen Sie doch, schauen Sie mein Haus. Ja, oder meiner Mutter habe ich das lange, lange nie erzählt, weil ich weiß, meine Mutter, die hätte das natürlich toll gefunden, wenn sie auf die Frage, was macht eigentlich der Johannes, hätte sagen können, hier. Das ist im ZDF, da ist er. Jeden Mittag, 5 Tage die Woche, weil es wäre wirklich immer von Montag bis Freitag gewesen. Und so die. Aber für mich war es im Nachhinein, oder wenn du mich fragst, eine der, ja, da bin ich stolz drauf. Tolle Antwort. War sehr, sehr inspirierend. Ich glaube auch für viele junge Leute, die hier zuhören. Gerade weil diese Angebote, die kommen natürlich meistens dann, wenn wir sie eben auch nicht brauchen. Ne? Du hast gerade so schön gesagt, du hast diese Tränen in den Augen in Resonanz mit den jungen Leuten und genau dann kommt es. Ist ja immer so im Leben. Ne? Ja, ja. Und jetzt folgt natürlich die zweite Frage darauf. Was war der größte Stein, den du bisher hast wegräumen müssen auf deinem Weg? Ein Stück weit hast du es vorher schon angesprochen, dieses Was sagen die anderen? Mhm. Also ganz zu mir zu stehen und rauszukommen aus dem, im Schwäbischen heißt es, es allen recht machen zu wollen. Geht ja nicht. Geht ja nicht, ne? Können wir ja nicht. Einer wird uns immer, einer. Oft recht. Und ich hab das so gemerkt, ich habe 3 Kinder und ich kann da jetzt natürlich, ich könnte jetzt da ganz tief emotional einsteigen, dann würde ich sehr, sehr traurig werden. Wie oft waren alle anderen, die berühmten anderen, wichtiger als die, die mir am allernächsten sind? Und ich habe jetzt nie so etwas ganz Furchtbares erlebt, wo man sagt, da war ist was ganz Furchtbares passiert, sondern ich würde eher sagen, ich bin reich beschenkt vom Leben. Und der Stein ist eher das eben, was man selber mit sich rumschleppt, in meinem Fall. Ja. Was ich mir selber immer wieder in den Weg räume. Eben wie dieses, du musst gucken, was die anderen sagen, du musst das alles recht machen. Und im schlimmsten Falle dann andere dafür opfern. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich mittlerweile mehr und mehr auch nach außen trage, dass ich sage, wir opfern verrückterweise immer schneller unsere Freunde, die uns am nächsten sind, unsere Familie, als die Fremden. Weil wir glauben, dass die uns das verzeihen. Ne? Ich kenne das ja ganz, also du nimmst gerade schon so ein bisschen so eine Mentorrolle für mich ein, weil ich bin ja ein Tick jünger als du, 16 Jahre, habe 2 ganz kleine Kinder und ich bin schon echt viel unterwegs. Wir haben halt für uns so eine Rolle gefunden, dass wir sehr lange Auszeiten dann auch nehmen. Ne? Wir fliegen jetzt nächste Woche für mehrere Wochen zusammen weg als Familie, da arbeite ich auch nicht. Aber so ist natürlich schon viel unterwegs. Das ist so, ist nicht so einfach, ne, im Nachgang. Genau, toll. Und bei mir war das oft so, die Familie ist, so habe ich es natürlich auch erlebt. Also da bin ich geprägt, wieder von meinen Eltern. Als Geschäftskind läufst du nebenher, als 4. von 5 noch viel mehr. Und dieses Muster habe ich schon ein Stück weit übernommen. Gleichzeitig wollte ich dadurch das Aufbrechen, würde jetzt mal mir zusprechen, ich bin da schon früh reflektierend gewesen, aber nicht bis zum Ende. Ich habe mir gesagt, ich will Zeit mit meinen Kindern haben und habe mir die dann auch ein Stück weit genommen. Also was ich über all die Jahre gemacht habe, wo ich so Familie gelebt habe, war, alle Ferienzeiten standen in meinem Kalender als frei drin. Also du musst mich in den Ferien nicht buchen. Das sind in 2 Monate. Also ja. Das ist schon eine gute Zeit gewesen. Wollte ich sagen, das ist ja schon lange, ne? Genau. Aber ich habe die 2 Monate dann nicht, wie du es beschreibst, ist lustig, man schaut nach unten, wenn man dich angucken will, obwohl man oben in dieses Ding reingucken muss. Also mit dem Bewusstsein. Das, was du gerade sagtest, ich bin dann nicht eben 3 Wochen weggeflogen oder weggegangen oder irgendwas, sondern ich war dann da, aber in meinem Kopf war ich irgendwie wieder bei einer neuen Produktion, irgendwie wieder bei einem neuen Stück, knapp das gebastelt, dort gebastelt. Ist denn das nicht genau der Grund, wenn wir ganz ehrlich sind, warum erfolgreiche Menschen erfolgreich sind? Weil sie eben im Kopf daran hängen. Natürlich kämpfen sie gleichzeitig Familienpapa zu sein, Ehemann zu sein. Aber macht es nicht auch genau das aus? Also ich glaube nicht, dass ein Bill Gates oder jemand, der jetzt MyMüsli gegründet hat oder wer auch immer,
dass der da komplett frei von ist? Ist es vielleicht deshalb? Ja, also das ist eine gefährliche Frage, auf die ich vorsichtig antworte. Weil ich will niemandem, der jetzt nicht dauernd brennend für eine Sache ist, absprechen, dass er nicht auch erfolgreich sein kann. Aber in vielen Fällen, ohne dass ich jetzt alle meine Freunde durchdenke, ist es eigentlich so. Sie haben Leidenschaft für das, was sie machen. Und Leidenschaft geht eben über die 9-to-5-Zeit hinaus. Ja, bei weitem. Ja, und das ist oft das, ich hatte gerade verrückterweise was völlig Abgefahrenes. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt in Deutschland, ob ich nicht der Einzige auf der ganzen deutschen Fläche war, der es gemacht hat. Mikrozensusbefragung. Okay, weißt ach du? Doch, das musste ich einmal machen in der Studienzeit. Das ist ja mit diesem Blatt, was dann kommt, wo ein Gefängnis angedroht wird, wenn man es nicht ausfüllt. Ja, völlig abgefahren. Also unser Haus, da wo ich lebe, ist ausgewählt worden. Und ja, auf den Fragen wie, also darum komme ich jetzt gerade drauf, eine Frage war, wie viel haben Sie in der letzten Woche gearbeitet? Und dann konnte ich die Frage ganz, ganz ehrlich beantworten, also total ehrlich beantworten. 100 Stunden. Ja, ist bei mir auch, klar. Dann habe ich gedacht, das glaubt dir keiner. Das glaubt, also jetzt bin ich ein bisschen frech, wenn das so ein 9-to-5-Mensch, der diesen Bogen prüft, liest, dann sagt er sich, dieser Typ lügt doch total gedruckt und der wird den ganzen Bogen. Und ich habe das wirklich mit bestem Wissen und Gewissen, weil ich sage mir an so einer Stelle, es ist mir viel zu stressig, mir was auszudenken, als einfach ehrlich zu schreiben, was da Antwort ist. Und 100 Stunden habe ich nachgerechnet, weil ich dachte, wird noch viel mehr sein. Meine Frau, die sagt das immer so schön, ne? Der sagt immer mal, niemand arbeitet so viel wie der Tobi. Und dann sage ich, doch, Schatz, in meinem Umfeld arbeiten alle so viel. Ja, und ich habe da so eine lustige Geschichte. Wir sind umgezogen und neben uns wohnten Beamte in dem Haus, wo wir vorher gewohnt haben. Und das war wirklich so faszinierend. Die gingen jeden Morgen zur selben Uhrzeit aus dem Haus und kamen jeden Tag zur selben Uhrzeit wieder. Aber wirklich auf die Sekunde. Und dann war es natürlich auch vorbei mit der Arbeit. Ne? Und bei uns läuft das halt einfach weiter. Gerade wo ich jetzt dieses Programm gemacht habe, diesen neuen Vortrag, da kannst du dir vorstellen, da ist jede Nacht, bin ich aufgewacht und habe Sachen aufgeschrieben. Da habe ich mir eine neue Idee. Am Abend davor noch saß ich bei mir am Klavier und habe gespielt und habe die nächste Idee gekriegt, die du dann wieder übst und machst. Das kannst du ja niemandem erklären. Wie viele Vorträge hast du schon gemacht? Kannst du das ungefähr beziffern? Müssen ja Tausende sein. Naja, sagen wir mal so, ich bin seit 32 Jahren selbstständig. Begonnen habe ich ja, wie gesagt, als Entertainer. Also davor war ich ja Theater, habe Theater gespielt. Ich war es alleine. Wir haben ungefähr 120 Vorstellungen von Momo gespielt innerhalb von einem Jahr. Ich war eben im Bruchsal und wir hatten die Erstaufführung von Momo. Du warst der Drache, der Furor. Nee, den gab es da nicht. Das ist unendliche Geschichte, was du jetzt meinst. Ach so, sorry, was war Momo nochmal? Wo eben Momo mit der Zeit, die Zeiträuber, die grauen Herren. Stimmt. Was anderes kenne ich aber auch, ja, sorry. Und ich spiele dort den Gigi, Girolamo, später Gigi, den Geschichte. Auch wieder war für mich wirklich auf meinen Typ hingeschrieben. Und da haben wir 120 Vorstellungen gemacht. Aber wenn ich jetzt die Theaterzeit mal wegnehme, und ich würde jetzt mal sagen, vor genau 32 Jahren, weil ich muss immer nur das Alter meines ältesten Sohnes nehmen, weil genau just in dem Jahr habe ich, also 85, angefangen, mit mir alleine tätig zu sein. Nach meinem Partner war das. Das war schon die Selbstständigkeit. Und ich schätze jetzt mal, pro Jahr habe ich bestimmt zwischen 150 und 200 Vorstellungen gespielt. Sag es mal so. Tausende. Kann man es hochrechnen. Wow. Was ich ganz spannend finde, ich erlebe dich in diesem Interview und ich sehe so viele Parallelen zu mir, anders als jetzt in Anführungsstrichen auf der Bühne. Ne? Du hast ja auch eine sehr tiefgründige und ernste Seite, die will ich dir jetzt nicht absprechen auf der Bühne. Nutzt du da quasi dieses lustige Spiegelvorhalten bei den Leuten, damit sie über sich nachdenken? Ist das ein Weg für dich, an die ranzukommen? Absolut. Ich hatte mal, wo ich anfing, Vorträge zu halten, also nur da kurz erklärt, Schauspieler, Entertainer, und durch einen riesen Glücksgriff, ich nenne es immer die goldene Hand, hat mich ein Wirtschaftsunternehmen vor 25 Jahren, Bund, 25 Jahre her, gefragt, ob ich in einem Führungskräfteseminar, also neu ernannte Führungskräfte,
als eingeschleuster Mitarbeiter dumme Fragen stellen könnte. Und das war die goldene Hand meines Lebens. Ich bin auch dem Menschen, dessen Name nenne ich hier Peter Spannagel. Der hat mich da engagiert. Lieber Peter, falls du das hörst. Der Name ist schon geil. Heute noch ein Riesendanke. Du hast die goldene Hand in mein Leben gegeben, dass ich anfing, Vorträge zu halten. Vor 25 Jahren, ohne eine Ahnung zu haben, was das eigentlich bedeutet. Da gab es noch keinen Business-Speaker für mich und da gab es kein Business-Theater. Das sind alles Begriffe, die ich dann erst irgendwie Jahre später gehört habe. Habe ich das einfach gemacht. Und da war für mich klar, wenn du was bewegen willst bei Menschen, also eher unbewusst und trotzdem hat sich das dann so rausgestellt, dann bring sie zum Lachen, zum Nachdenken über sich und im Idealfall zu reflektieren und zu sagen, Mensch, stimmt, der hat mich jetzt gerade angeführt. Aber niemals als Anklage, sondern als, lass sie Lachen machen. Deshalb liebe ich diese großartigen, also von Karl Valentin angefangen, wo wir uns kaputt lachen und trotzdem immer wieder uns selbst entdecken können oder diese tiefen Botschaften darin entdecken, die dann anders ankommen, wie wenn jemand sagt, und jetzt, meine Damen und Herren, habe ich eine ganz, ganz tiefe Botschaft für Sie. Wussten Sie eigentlich schon? Dann machen wir sofort so. Und deshalb habe ich am Anfang in meinen Vorträgen auch eine Rolle gespielt, eine Figur, die ich immer noch ein Stück weit mit mir trage, aber ich formuliere es heute so. Du hast ja immer noch auch ein Kostüm an, ne? Bei deinen Auftreten. Also, aber das ist jetzt interessant, was du da sprichst, du gerade ganz aktuell was Spannendes an. Also der Anfang war wirklich so, ich spiele eine Figur, der hatte sogar einen Namen. Meine Freunde kennen den alle, Hans-Rainer Priese. Der Name ist schon geil. Und ich bin dann wirklich auf die Bühne, habe auch gesagt, guten Tag, meine Sehr, ich sprach auch Schwäbisch. Mein Name ist Hans-Rainer Priese. Das ist ein Erfolgsname, vor allem in Amerika, weil die können Priese nicht aussprechen. Die sagen dann nur Surprise zu mir. Und es war der erste Lacher und damit war klar, da wird es jetzt lustig und da steigt man ein. Das war so mein Ding. Und vor vielleicht 5 Jahren sagt mein Sohn Nico, mein ältester Papa, ich finde es total geil. Je älter du wirst, umso mehr siehst du aus wie der Typ, den du spielst. Ja, Modeling of Excellence, ne? Hat wieder mal funktioniert. Und da habe ich gesagt, okay, dann wird es Zeit, dass ich das Prinzip jetzt umdrehe. Und dann habe ich so zaghaft begonnen, mich noch zu trainieren. Das merken vielleicht andere nicht. Also eins der wichtigsten Dinge war keine Brille mehr. Ich habe mein Leben noch nie eine Brille getragen, aber die Figur hatte eine Brille. Und bekam da so was Seriöses. Ganz tolles, seriöses, der eher professoriale Typ, jetzt mal Akademiker. Und das war das Erste, was ich dann wegließ, aber es war ganz komisch. Ich fühlte mich immer nackt, wenn ich dann raus bin. Es gab Auftritte, wo ich sie mir trotzdem noch aufgesetzt habe, so Sicherheit. Kann man mal sehen, wie abhängig wir von so Sicherheitsdingen sind. Absolut, ne? Irre. Und dann habe ich meine Kostüme verändert, wenn du so möchtest, und würde heute sagen, ich bin nicht mehr kostümiert, sondern gewandet. Ich habe für mich ein Gewand gefunden, eines des Designs, die mir auch privat mehr und mehr entspricht. Und trotzdem ist es mein Business. Verstanden. Das nächste aber alle. Ganz spannend. Wie heißt denn dein neues Programm? Darfst du das schon sagen? Ja, eben das Neue ist dieses Veränderung. Oder manchmal denkt man anders, als es kommt. Das war mit den blonden Haaren. Und wenn jetzt jemand, hier hören ja eine Menge Leute zu, sagt, Mensch, also Johannes, den würde ich gerne kennenlernen. Was ist der einfachste Weg zu dir? Ob es jetzt Firmenkunden sind oder für Buchungen, für Keynotes, ist es eine Webseite, ist es Facebook, was ist der einfachste Weg zu dir? Ja, da bin ich echt noch oldschool unterwegs. Das fand ich auch gerade mut@johannes-bart.de. Einfach eine E-Mail. Machen wir unten in die Shownotes rein. Also ich dachte, jetzt kommt die Brieftaube, wenn du sagst, oldschool. Nee, aber das ist für mich schon oldschool, weil ich das ja merke. Ich habe ja Neffen, Kinder. Meine Kids, also mein zweiter Sohn, um auch von diesem Wunderbaren mal zu erzählen, Jakob, der hat, als er gerade vor einem halben Jahr nach Vietnam ging, für ein halbes Jahr zu mir gesagt, Papa, kein WhatsApp, keine Botschaften. Kein Sohn, genau. Kein WhatsApp, kein Sohn. WhatsApp eingerichtet. Er hatte wirklich keine Ahnung. Also keine Ahnung, klingt jetzt so, als ob ich blöd wäre. Aber ich habe einfach bisher gesagt, das brauche ich nicht. Ja. Jemand mit einem Essen schreiben oder eine E-Mail. Und dann habe ich mir WhatsApp eingerichtet. Innerhalb von wenigen Minuten wahnsinnig viele Meldungen. Hey, hallo, du bist endlich bei WhatsApp. Dann habe ich das sofort wieder ausgemacht. Ausgemacht heißt völlig dumm. Ich habe einfach den App
rausgeschmissen. War natürlich weiter bei WhatsApp. Plötzlich kriege ich Botschaft von jemandem hin, warum kommst du nicht? Ich habe dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, warte hier auf dich. Und ich bin so blöd, ich bin nicht bei WhatsApp. Du bist doch bei WhatsApp. Also, würde ich jetzt mal sagen, ich antworte darauf, aber ich bin jetzt noch nicht der leidenschaftliche WhatsApp-User. Okay, verstanden. Die neuen Technologien übermannen dich ein wenig. Ja, das liegt daran, ich bin in so einem, lasst mich doch ein bisschen ruhiger sein. Werden. Und gleichzeitig genieße ich natürlich die Tatsache, dass ich das Privileg habe, dass Menschen mich fragen, ob ich bei ihnen kommen kann, was machen kann. Und das finde ich als ein Riesengeschenk. Ja, es ist auch. Es ist ein Riesengeschenk und es ist gleichzeitig, und das merke ich auch immer wieder, eine Riesenverantwortung. Ne? Deshalb, bevor wir in die kurze Antwortenrunde gehen, weil wir sind schon fast eine Stunde dran, wie gehst denn du mit so ganz großen Themen um? Nimmst du sowas in deine Programme auf? Ich nehme jetzt mal einen Riesenball, werfe ich dir zu, ist nur ein Beispiel. Ja. 70, nee, stimmt gar nicht, ich habe es gerade gelesen, 80% der Insekten sind nicht mehr da. Du hast die alte Zeit erlebt, als die da waren. Die Ozeane sind voller Plastikmüll, gab es auch nicht, als du junger Mann warst. Wie gehst du mit solchen Themen um? Also ich gehe gerade in einem Vortrag, den ich im Moment am liebsten halte, ist eigentlich mein neuester Vortrag. Dieser Veränderung ist eher so ein Erstwurf gewesen für die Zukunft. Da werde ich jetzt dran arbeiten. Aber mein aktueller Vortrag, mit dem ich unterwegs bin, ist der Vortrag 8 Samen der Achtsamkeit. Und da gibt es die 8 Samen. Ich liebe ja die deutsche Sprache. Ich sage immer, die deutsche Sprache ist so logisch. Ne? Völlig logisch. Wie mit dem Vorstand, ne? Vorstand, genau. Jemand, der... Kann man ja mal meine Wortwartungen angucken, aber ein neuestes, was ich jetzt wirklich letzte Woche in einem Gespräch wieder mitgekriegt habe, und ich mache da auch gar keine so Forschung, indem ich jetzt alles durchforsche, sondern die Dinge fliegen mir zu. Und das Neueste war, jemand zu mir sagte, Mensch, du hast ja anhaltenden Erfolg. Und dann sage ich, nee, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar, der hält ja an. Ich habe keinen anhaltenden Erfolg, sondern wenn, dann möchte ich fortlaufende Herausforderungen haben. Mhm. Aber keinen anhaltenden Erfolg, also... Die deutsche Sprache ist da schon sehr spannend, ne, was sowas angeht. Und mit den 8 Samen, wo ich gesagt habe, ja, diese 8 Samen und der 4. Same ist ganz lustig, weil der sich auch innerhalb meines Vortrags verändert sich das ja. Ich halte keinen Vortrag so, wie ich ihn gestern gehalten habe, sondern auf der Basis von gestern halte ich ihn heute. Mhm. Und es kann manchmal sein, dass was ganz Neues dazukommt. Sich erweitert. Es gibt ein Grundgerüst und das sind diese 8 Samen. Und der erste ist der Einsame, der zweite ist der Zweisame, also Gemeinsame auch. Zurück. Der dritte ist der Trisame. Probier's doch mal. Mhm. Der Same des Probierens. Bevor du sagst, es geht nicht, probier's mal aus. Try. Mhm. Und der vierte ist auch im Englischen, nämlich the fear, die Furcht. Der Furchtsame. Mhm. Und jetzt kommt auf die Antwort deiner Frage, dass ich sage, ja, ich bin so froh, dass wir eine neue Generation haben, die aussteigt aus diesem Furchtsystem. Ich bin ja mit Furcht aufgewachsen. Bei mir zu Hause gab es eine Figur, ich weiß bis heute nicht, wer das ist, der Bullermeckerle. Wenn du nicht recht tust, dann kommt der Bullermeckerle. Also wurde Angst klein gehalten. Der Nico Wie furchtbar. Furchtbar. Oder guck mal, der Russe kommt. Ich bin geprägt von der Russe kommt, die gelbe Gefahr. Immer mit Angst klein gehalten, ist ja logisch. Sieht man jetzt im Moment. Und auch da eine Antwort auf deine Frage, große Themen, wie viele Dumpfbacken in Deutschland wieder glauben, sie müssen Angst haben. Mhm. In einem Land, was nach wie vor das beste Land der Welt oder mit eines der besten Länder ist. Mhm. Aber mit ohne Angst erziehen, lösungsorientiert. Mir fällt gerade eine Sache ein, ich war jetzt auf einem Seminar in China, da stand eine Frau vorne, das war so ein Improvisationstheater, kann man so in die Richtung nennen, und die fing furchtbar an zu weinen und dann kam eine Kindheitserinnerung hoch in ihr, weil es gibt ein chinesisches Kinderlied und die Kinder werden in China ja ganz schnell von den Eltern getrennt in ein anderes Zimmer, nicht wie bei uns, wir schlafen alle zusammen. Und denen wird ein Lied gesungen von einem Tiger mit langen Krallen und das zerkratzt das Baby, wenn es schreit. Und das platzte so aus ihr raus. Ich habe mir nur gedacht, meine Herren, wie furchtbar ist das denn? Dieses Aufziehen in Angst. Wenn du schreist, dann kommt der Tiger. Dann kommt der, wie heißt deiner nochmal? Ich kann mir sowas furchten. Bullermeckerle. Geil, furchtbar. Wie gesagt, das ist ganz verrückt. Und da sage ich aber dann eben, und jetzt die Antwort auf deine Frage mit den Insekten, mit all den Dingen, dass ich sage, ja, wir haben nur mit dem Furchtsamen, was gut ist, dass wir den mehr und mehr entsorgt haben. Auch den Ehrfurchtsamen entsorgt. Gott sei Dank, ja.
Und den brauchen wir eigentlich wieder. Hm. Ein Stück. Dieses Ehrfurcht haben vor der Natur, vor der Schöpfung, den Dingen. Und nicht zu sagen, ist doch scheißegal. Hm. Ist doch scheißegal, interessiert doch niemand. Ist doch egal. Also das, glaube ich, ist mir ein großes Anliegen, zu sagen, hey, wachsam zu sein. Hm. Wo ich mich selber bei der Nase packe und sage, bei der nächsten Fliege muss ich das so machen, nur weil die ein bisschen um die Ohren rumfliegt. Oder kann ich sagen, hey, flieg mir um die Ohren rum. Und gleichzeitig, wenn Wespen da sind und ich mich bedroht fühle, zu lernen, gut, ich kann die jetzt in ein Glas reintun und nachher wieder fliegen lassen. Also verstanden. Ja, fängt immer bei uns selber an, ne? Wenn jetzt jemand von den Zuhörern hier sagt, er möchte dich gerne on Tour sehen, machst du auch so öffentliche Seminare oder ist es alles so gebucht von Firmen oder von Veranstaltern? Der größte Teil ist wirklich, dass ich bei Firmen angefragt werde, aber ich bin auch öffentlich zu sehen, entweder auf meine Homepage gehen, die kannst du ja nachher wieder hier so machen wir auf die Shownotes, in die Shownotes. Und ich, auf der Homepage, ich gebe auch Seminare, wo ich wirklich überzeugt, freudigst Menschen ein bisschen was über Rhetorik, zumindest aus der Sicht, wie ich sie sehe, so eine Mixtur aus Schauspiel, was die Basic für mich ist in der Rhetorik und dem, wenn man vorne vor Menschen spricht, das mache ich. Und auf dem Weg kann man mich öffentlich sehen. Sehr oder cool. Einfach googeln, was da alles noch zu finden ist. Ja. Ich staune ja selber immer wieder, wenn mir Leute Dinge erzählen, von denen ich keine Ahnung habe. Die stehen ja bei dem Herrn Goggel. Ne? Auch das machen wir unten in die Shownotes. Kommen wir ganz kurz am Ende zu den Fragen, die ich all meinen Interviewpartnern stelle. Ich fand es übrigens ein sehr, sehr tiefgründiges, tolles Interview. Also das werden viele Menschen hören, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Was bedeutet für dich Freiheit? Ja, jetzt antworte ich mit einem Zitat aus einem meiner Vorträge, wo ich zu dem Thema mal gesprochen habe. Freiheit bedeutet nicht tun und lassen zu können, was man will, sondern ohne Probleme das zu lassen, was man tun könnte. Schön. Hm. Also Freiheit heißt einfach, ich entscheide, ob ich mich jetzt schlecht fühle oder nicht schlecht fühle und lasse mich nicht mehr von anderen aufzwingend ein schlechtes Gefühl geben auf der einen Seite. Oder Freiheit heißt eben nicht, dass ich jetzt alles machen kann, was ich will, sondern ohne Probleme sagen kann, nee, das muss ich jetzt nicht tun. Also für mich, diese ZDF-Entscheidung war damals Freiheit. Hm, verstehe ich. Ja. Geld ist? Ein wunderbares Zahlungsmittel, was ich gerne noch mehr hätte, um auf dieser Welt noch mehr, also jetzt natürlich von mir bewertet, Gutes zu tun. Ich habe ein paar Ideen, wo ich gerne was bewegen würde. Hm. Und da merke ich dann schon, ist Geld ein guter Faktor. Hm. Persönlich wachse ich, indem ich mich immer wieder ganz ehrlich betrachte und sage, hey, es gibt noch viele Schwachstellen, Dinge, wo du was lernen kannst und geh's an. Mhm. Und gleichzeitig verurteile ich mich nicht, wenn ich es nicht gleich mache. Also das ist auf der einen Seite so der Eigenmotivator zu sagen, hey, komm, geh's an. Da gibt's noch was, das kannst du noch mal lernen. Ja. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe, viele gute Sätze. Viele gute Sätze. Ja, ja, Viktor Frankl. Wer das Warum kennt, kann jedes Wie ertragen. Schöner Satz. Und vorletzte. Deutschland, Österreich und die Schweiz werden in den nächsten 10 Jahren. Allen Menschen zeigen auf dieser Welt, wie gut man miteinander und vor allem mit der Welt leben kann. Okay. Das wäre für mich wunderbar. Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Auf Bergen. Auf? Auf den Bergen. Auf den Bergen. Auf den Bergen. Ich auf einem Berg bin, mein Vater war ein leidenschaftlicher Bergsteiger und ich durfte als Kind oft mit ihm mit. Und das ist nach wie vor, ich bin jetzt kein großer Bergsteiger geworden, aber ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich auf der Mutspitze bei Meran. Da hatte ich einen Vortrag am nächsten Tag und bin einen Tag früher angereist und habe die Mutspitze als Ermutiger alleine bestiegen. Das war jetzt nicht eine Wahnsinnstat, aber für mich, so als älteren werdenden Herrn, so alleine da hochgehen, hat man da eben auch die Frage, ja, was passiert, wenn du jetzt umfällst, wenn der Kreislauf... Und als ich dann da oben stand und wirklich die Gegend von oben betrachten durfte, eben in die Reflexion oder in die mentale, in die Metaebene gehen, das war schon ein
Beweis dafür, dass ich die Berge liebe. Wow. Das ist ein tolles Endwort. Die Welt auch mal von oben, von einem schönen Punkt betrachten. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, für die Stunde, die du uns geschenkt hast. Ich danke euch allen fürs Zuhören, dies Anschauen, bei YouTube fürs Anschauen und seid so lieb. Ich wünsche euch eine bewohnerfreie, schöne, motivierende Woche und wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt uns eine Bewertung über iTunes, damit wir sehen können, dass wir einen guten Job machen. Alles Liebe, Johannes, danke für deine Zeit. Hey Tobi, dir auch und danke dir für deine Zeit. Alles Gute. Dankeschön. Guten. Ja.